Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Als allererstes möchte ich euch ganz herzlich danken für die Hunderte von Kommentaren bzw. Glückwünsche zu meinem Geburtstag und was ihr mir geschrieben habt, also persönlich an mich und auch über den Kanal. Das ist einfach nur wundervoll, fabelhaft, zauberhaft. Ich habe mich so gefreut. Ich habe diese teilweise die Kommentare im Auto gelesen. Also ich bin nicht selber Auto gefahren, sondern nicht so. Und ich war so gerührt und wirklich glücklich. Es gibt Momente, Glück ist ja immer ein Moment, die einen so wahnsinnig happy machen. Durch so ein geschriebenes Wort und durch diese Sympathie, die ihr mir entgegenbringt. Das ist einfach sensationell. So, ich werde jetzt so ein paar kurze Videos in der nächsten Zeit machen, aber es kommt noch ein DM-Haul am Samstag, weil ich musste einige Sachen kaufen, aber darum geht es jetzt nicht. Ich möchte heute, ihr wisst ja, dass ich Sachen austeste und euch mitteile, ist das ein Top, ist das ein Flop, ist das ein, keine Ahnung, so ein Produkt, okay, geht gerade so. Ich habe von Asam Beauty Haarpflege getestet und also ich habe keine Kooperation mit Asam, ich habe mir das selber gekauft, aber ich habe den Code von Kati benutzt. Ihr kennt Katis Welt, die hat ja so einen Asam-Code und das war im April, jetzt haben wir ja Mai, ich müsste dann mal nachschauen in ihren Videos und da bekommt man 15%, das fand ich ganz praktisch. Auf alle Produkte. Ich habe mir also Haarpflege besorgt und zwar diese Koffein, diese Sickening, diese. Ich habe mir erstmal ein Probeshampoo genommen, also eine Reisegröße, ein Conditioner und oh, das ist jetzt feucht hier und ein so ein Koffein-Tonic für die Kopfhaut. Ja, also ich hatte erst dieses Volumen-Shampoo, das roch irgendwie so ein bisschen frischer. Das hat hier so einen Unisex-Geruch, also mit Menthol. Und ich werde jetzt mal meine schlaue Brille aufsetzen und möchte euch mal vorlesen, weil ich das jetzt nicht alles im Kopf habe. Auf jeden Fall ist es sehr vitalisierend. Ich wollte euch zu diesen Inhaltsstoffen was. Also es ist auf jeden Fall silikonfrei. Und also man hat kräftigeres und fülligeres Haar, ist für Frauen und Männer geeignet. Es gibt eben diesen passenden Conditioner dazu, reaktiviert die Haarwurzel und vitalisiert die Kopfhaut. Und das merkt man sofort. Das Haar wird voller, kräftiger und sichtbar fülliger. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist nicht so fein. Es ist allerdings für feines und dünnes Haar gedacht. Dann haben wir den Lindenblütenextrakt darin enthalten und Reisstärke, die das Haar eben griffiger und vitaler machen. Die Kopfhaut wird gepflegt und soll angeblich also auch gegen Schuppen, die habe ich jetzt nicht, helfen. So, und das also ist Organic Hair Care. Dann haben wir noch dieses Kraft und Fülle mit Koffein, dieses Tonic. Und zu diesem Tonic, das wird also oft die, ist die ideale Ergänzung für eine stärkende und kräftigende Wirkungsweise, ist klar, Koffein, Maca, Wurzel, Extrakt, wartet mal, ich muss mir mein Handy so, also der Duft, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist okay, weil es ist Unisex-Duft, können also Männer und Frauen für jeden Haartyp gedacht. Und diese Reizstärke bildet wohl so ein unsichtbares Gerüst, dass die Haare sich eben fülliger anfühlen. Und das Schöne ist, da es eben ohne Silikone ist, kann man das bedenkenlos also auf die Kopfhaut geben. Ich habe das sowohl im feuchten Zustand gemacht, als auch im trockenen Zustand. So am nächsten Tag, als das Haar so ein bisschen platt gelegen war, habe ich dieses Tonic also auf die Kopfhaut geträufelt und dann so ein bisschen einmassiert. Man hat sofort durch Menthol dieses, das ist so ein Kribbeln auf dem Kopf, aber ein ganz angenehmes Kribbeln. Und das trocknet eben nicht aus, weil keine Silikone drin enthalten sind. Oft vieles, also ich habe festgestellt, als man noch nicht so vor Jahren, man wäscht sich ja die Haare sein ganzes Leben lang schon, man hat also immer
silikonhaltige Produkte benutzt, ohne zu wissen, wer was macht das eigentlich alles. Und dieses Silikon legt sich ja wie so ein Film auf die Kopfhaut, auch auf das Haar. Aber Kopfhaut ist eben so wichtig, weil die muss atmen. Wenn die Kopfhaut nicht atmet, dann brechen die Haare natürlich auch. Ne? Und wenn sich dann so ein unsichtbarer Film auf die Kopfhaut legt, so ein Silikonfilm, muss man sich so bildlich vorstellen, ist natürlich, ja, trocknet alles aus. Man hat diese, ich hatte auch mal so schuppiges Haar, ohne sich, also so schuppig, so komisch, ne? Nee, ihr wisst schon, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ja, also bin ich davon angetan, ich bin davon angetan. Ich werde es also nicht zurücksenden. Allerdings, der Duft ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Der ist nicht ohne. Aber naja, klar, weil es eben für Männlein und Weiblein ist, ist also Menthol. Es ist aber in Ordnung. Ich finde es okay. Gefällt mir ganz gut. So. Ja, das Koffein Conditioner. Also, da gibt es wohl, glaube ich, auch Angebote. Das gab es nicht als Reisegröße, aber die haben ja sehr große Shampoos. Diese großen Flaschen kann man ja schlecht irgendwie mitnehmen. Ne? Da ist ja gleich dieses ganze Kulturbeutel voll. Also fand ich das ganz gut, diese Reisegrößen. Erstmal zum Probieren und wie gesagt, das gibt es auch im Set. Also mein Fazit ist zu diesen Asam Beauty Organic Hair Care durchaus zu empfehlen. Es ist meine freie Meinung, sie ist nicht gekauft, sie ist nicht bezahlt. Ich habe es aus freien Stücken. Ich finde, das sollte man aber dazu sagen, ne? Also es ist auch nicht zugeschickt bekommen. Ich habe mir das gekauft und dachte, jetzt testest du das mal aus, weil ich vorher nur diese Volumenprodukte hatte. Und die haben natürlich einen ganz tollen Geruch, ne? Aber die Asam-Produkte, die haben ja verschiedene Linien für verschiedene Haare. Und dieses ist für, naja, vitalisierend, für feines, dünnes, für jedes Haar. Und auch gegen Haarausfall. Nun denn, na klar, wenn die Kopfhaut, wenn das alles schön aktiviert wird, ja. Also, das war jetzt mal ein kurzes Video, wieder mal, erstmal eine Danksagung und Haarpflege. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, wie hat sie die Locken hinbekommen? Mit denen. Ich habe das ins feuchte Haar gemacht. Normalerweise kann man die in heißes Wasser legen. Ich habe die einfach so benutzt, wie sie waren, ins relativ feuchte Haar 10 Minuten drin gelassen. Die Haare sind jetzt noch ein bisschen angefeuchtet. Doch, sie sind ein bisschen fülliger, fühlen sie sich an. Und ich habe sie nicht gekämmt. Ich bin nur mit den Fingern so durchgegangen, ne? So, mit den Dingern. Ja, also, ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch. Für die Ladies, die neu sind, ihr könnt mich gerne abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Habt noch einen tollen Tag, Abend, whatever. Und ich freue mich bis bald. Ciao.